So, und willkommen zurück zu unserem LPT mit dem Stefan, dem Quentin und mir. Viel du, Spaß. Das ist super. Ja, ich weiß. Ich weiß, es war scheiße. Du bist der Pro. Ja, ich der weiß. Der Pro-Gamer. So, und ich gehe. Mir ist so spontan nichts Sinnvolles eingefallen. Ja, dann mach ich halt so. Weißt du, das musst du dann so machen. Da musst du einfach... Nee, nicht... auf, genau, nicht auf Stefan hören. Du musst... spontan sein. Ja, warum nicht auf mich hören? Warum nicht auf mich hören? Ich bin der spontanste Mensch, den es gibt. Ich nehme jetzt spontan mal Minecraft auf. Ach nee, heute kann ich doch nicht. Ja, sag ich doch, ich bin spontan. Ich kann mich auch mal spontan umentscheiden, dass ich nicht kann. So, ja, ich habe hier 6 Eisenbarren wieder. Ein Weizen habe ich jetzt neu. Gibt es eigentlich mal ein Feld draußen noch oder habe ich das mittlerweile komplett abgebaut? Ja, habe ich. Cool. Weißt du, was ich mache? Ich glaube, da züchte ich auf Dauer irgendwelche Viecher drin. Vierche. Ich brauche... Ich bin auch so doof. Ich brauche irgendwas. Nicht mal Essen. Deswegen habe ich ja Felder, aber die Felder sind ja noch nicht mal richtig in Betrieb. Ah, genau. Was steht denn heute bei mir an? Bei mir steht heute an, ich baue jetzt noch eine Baumfarm direkt gegenüber. Aber dazu baue ich mir erstmal 2 neue Eisenspitzhacken. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob es bei mir irgendwelche Knochen gibt. Ach ja, hab ich auch noch was. Gibt's nicht, Stefan, gibt's nicht. Kannst du knicken. Ja gut. Wo ist das Skelett? Skelett, huhu. So. Komm her. Brauchst du mich dringend was zum Essen? Brauchen Bäume Wasser? Nein, ich dachte, ich wüsste. Nein, Bäume brauchen, glaube ich, kein Wasser. Die brauchen nur Licht. Nein, Bäume brauchen kein Wasser. Aber Licht. Ja, das allerdings, genau. Und viel Platz nach oben. So ist es, wie ich damals in der Mine festgestellt habe. Gut. Weißt du was, ich bring dir jetzt mal dann die Samen von meinem Feld noch rüber, dann kannst du deins nämlich noch vergrößern. Wenn du unbedingt bist. Verstanden hab, fehlen dir ja noch Samen, um das Feld komplett zu machen. Mir fehlen vor allem Kartoffeln und Moorrüben, um das Feld komplett zu machen. Ja, da haben wir bisher nur eine gefunden. Ja, und die wird jetzt schön vergrößert. Na gut, bis jetzt habe ich immer eine Karotte aufgehoben und alle anderen gegessen. Ja, das ist natürlich auch sinnvoll. Ja, das ist sogar sinnfrei. Nein, das ist sinnvoll. Irgendwie muss ich meinen Hunger ja auch stillen. Ja, mein. Außerdem ist die Karotte ja noch ist sie nachgewachsen. Au. Also glaube ich, dass ich aus der einen Karotte sogar schon ich 2 gemacht. Die Samen einfach mal an, oder? Nein, du weißt nicht, wie dieses Felder verdings da. Okay, dann gebe ich sie. Verdings da. Komm's drauf an, was für Samen sind's denn? Normale Weizensamen. Dann in die ersten 2 Felder, wenn du reinkommst, bitte. Okay. Also rechts oder links, wie es dir lieber ist. Da wo Platz ist. Genau, am besten erstmal das rechte vollständig auffüllen. Hab ich schon. Weh, du hüpfst drauf rum. Ich hab ein Schaf entdeckt. Oh cool. Nimm dir Weizen und bring's zu mir in mein wunderschönes kleines. Ach nein, bist ja weit entfernt. Ich hab kein Weizen. Das ist das Problem. Ich schon, ein Stück. Reicht genau um Schaf jetzt. Der ist eigentlich. Die hast hab ich mein im Feld Dschungel geerntet? Gesehen, in der Nähe von euch, also. Schon vergessen? Ja. Die habe ich in der Nähe vom. Leute, verlasst einfach mal den Dschungel. Ich habe nämlich eine Schafherde entdeckt. Krass. Ja. Heftig. Ja, mache ich. Aber erstmal hole ich mir einen Weizen. Ja gut. Erstmal einen Weizen und dann kannst du mir auch gleich mal was zu Futter mit zeigen. Habe ich nichts leider. Sorry. Also, wenn du wo du bist, könnte ich dir was geben. Ja, dann warp dich, dann warp. Das kann er nicht. Einfach mal hinterher. Nee. Oh. Komm, Schaf, wir gehen jetzt. Hey, Schaf. Schaf. Das Schaf mag dich lieber als mich, XD. Das Schaf rennt jetzt erstmal original dir hinterher. Nein. Ja, weil ich halt einfach ein Schwert in der Hand habe. Genau, Schafe stehen nicht so auf Weizen, die stehen mehr auf Schwerter. Ja, die stehen auf Schwerter, genau. Die fressen auch viel lieber Schwerter als Weizen, ne? Schon. Okay, ich hab den Öl entdeckt. Ach du Scheiße, ich renne ja komplett in die falsche Richtung. Ich bin ja auch so schlau. Ja, hast du es jetzt endlich erkannt? Ja, jetzt schon. Ja.
Ich mache mir jetzt erstmal wieder mehr Kekse. Mach Kekse. Kekse. Ich mag Kekse. Kekse. Hast du Kekse? Gib mir Kekse. Ne. Ei, jetzt werden wir unterhängen. Hilfe. Au. So, also ich habe inzwischen schon relativ viel zum Futtern. Ja, 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 Angeber. Ich habe dafür das coolste Feld. Ja, du bist aber auch die Person, die sich ursprünglich hätte drum kümmern sollen. Trotzdem habe ich mehr. Eigentlich nicht. Ja, doch, eigentlich ja schon. Die ganzen Schafe sind so cool. Das sind meine Homies. Meine Homie-Schafe, Alter. Ui, okay. Schön, das Bro-Schaf. Ach du Scheiße, wie soll ich denn hier jetzt bitte die Schweine! Schweine. Schafe. Oga. Du Schaf, kommst du mit? Oga. Schaf. Oh, ei, das ist bei Skype gerade etwas laggen, Quentin. Ich? Nee, bei mir. Kann nicht sein. Nee, also bei mir läuft's flüssig. Bei mir läuft es flüssig. Dann liegt's vielleicht an mir. Kannst ja, du? Bei mir seid ihr beide auch flüssig. Nein. Was flüssig? Also, ganz ehrlich, bei mir läuft nichts weg. Ich bring dich um, Schaf. Komm jetzt mit. Boah, ey. Ja, das ist halt ein bisschen starrisch. Das ist ein behindertes Schaf. Ja, das weiß halt, dass du komische Sachen mit Schafen machst. Das weiß nur, dass es gleich eingesperrt wird und hat Angst. Ich laufe gerade irgendwie total verplant durch die Gegend. Das hat bestimmt nur ein Kindheitstrauma mit Ahnung, was ich mache. Ich mache einfach mal irgendwas. Über den Sinn mache ich mir später Gedanken. Bestimmt hat das Schaf hier nur ein Kindheitstrauma, das irgendwie was mit Weizen zu tun hat. Gut, ich nehme eine Schafe so. Meine Stimme nehme ich schon mal auf. Also ich hab's mal überprüft in Audacity. Tja, freulich. Guck mal, Schaf. Hier. Ja, ich weiß. Ein cooler Eingang. Pass auf. Du kommst einfach jetzt hier raus. Am Ende schaffe ich es, die Spielszene zu machen. Aber hier rein. Ja, gut. Was? Ich soll hier reinkommen? Nein, das Schaf. Ach so. Ja, gut, ich bin kein Schaf. Beide. Deine Mutter ist ein Schaf. Ach nee, sie hütet die Schafe nur. Ja, das wüsste ich. Boah, ey. Jetzt darf ich hier erstmal die Tür abreißen. Um die beiden Schafe da rein zu lotsen. Hast du noch nie was von den sturen Schafen gehört? Nee, ich weiß jetzt nur, dass dieses Schaf scheiße kacke stur ist. Es wird hier langsam kritisch. Egal. Ha! Ich habe ein Schaf eingesperrt. Oh mein Gott. Denkst du das jetzt, dass du ein Schaf eingesperrt hast? Endlich Wolle. Der Quentin stärkt sein Ego. Ich denke nur mal an die Nachwelt. Vielleicht wollen die ja auch alle Betten haben. Ja, nee, die schlafen im Sand. Ach so. Ja. Das hätte man mir auch sagen können, dann hätte ich mir die ganze Mühe nicht gemacht. Ja, erst denken, dann arbeiten. Ja, komm, gut. Wenn man mir das nicht sagt, dass wir die gar nicht brauchen. Halt nachfragen. Schon? Nicht unser Job, dir alles zu sagen. Sag mal, ist das jetzt gewachsen? Ja. Hallo? Schau einfach nach. Ich will das jetzt nicht töten. Meine Güte. Tja, du musst das jetzt aber töten. Deine Mutter muss das töten. Fleisch. Stimmt, die spielt ja auch nicht mit. Ja, das stimmt allerdings. Nein, sie war noch nicht gewachsen. Ich doch, wurscht jetzt. Wächst schon noch. Ja. Habe ich auch nie was gegen gesagt. Allerdings muss ich jetzt hier meine Baumfarm endlich mal vollenden. Dann mach das. Bin doch schon dabei. Ja gut, ja später schaue ich mal zu euch. Ja. Was machst du gerade, Stefan? Ich lege mir gerade zwei Beete an. Zwei Beete gleich. Zwei gleich. Ich habe sechs. Ja toll, aber die brauche ich für mich, aber die brauche ich bloß für mich alleine. Ja, ich auch. Ich habe nie gesagt, dass ich dem Philipp was abgebe. Ja, das hat er selber nur so rein interpretiert. Du bist auch so ein kleiner Egoist, weißt du das? Aber du, oder? Tja, ich habe meine Kekse. Siehst du? Der Philipp hat Kekse. Was hast du? Ich habe nix.
Ich glaube, ich tue mich nachher einfach mit dem Stefan zusammen und dann bist du der Außenseiter. Schon. Das tut das. Ich hatte doch, ja, hier habe ich eine Schaufel. Kohle. Endlich kein Hunger mehr. Das ist toll. So. Fühl dich glücklich. Ja, tue ich auch. Ah, jetzt schauen wir zu euch. Immer gerne. Mhm. Solange du nichts kaputt trampelst, wie das Schaf. Macht ihm nämlich nicht viel Spaß, genau. Auch kein Beef. Quentin zum Beispiel. Ich hab nichts geklaut. Nein, ich meine ja auch, er soll dich nicht klauen. Ach so. Was, mich nicht klauen? Nein, mich. Ach so, ja gut. Also ich sperre jetzt ein Quentin in meinen Keller. Ach nee, stimmt, das ist ja nicht klauen, das ist Raub. Nein, nein. Für mich Strom erzeugen. Das ist ja nicht klauen. Klauen kannst du ja nur Gegenstände. Ich klaue jetzt Stefan. Okay. Okay, der war zu flach. Ich weiß. Klauen kann man nur Gegenstände. Ja, das andere ist rauben. Das muss entführen. Ja, gut. So wie auch nicht alles, was Beine hat, laufen kann. Weil Möbel haben auch Beine. Wie zum Beispiel ein Tisch, der kann nicht laufen. Hat aber Tischbeine. Ah, das stimmt. Wir haben Stuhlbeine. Ja, das stimmt allerdings. Wer ist denn da gerade in seiner Mine? Also ich bin gerade nicht in meiner Mine, nein. Ja gut, dann sehe ich gerade irgendeinen Namen. Ja, ach, das bin dann wohl ich. Ja, gut. Ach, ist das scharf. Bin gerade ich. Ja. Ich bin einfach nur im Keller und baue hier irgendein Zeug zusammen. Ja, gut. So, liebe Zuschauer, dies ist die Bude von Quentin. Ja. Echt jetzt? Ja, natürlich. Hilfe. Ich hab Angst. Stefan schaut in meine Bude. Ja, sicher. Verdeckt er all meine Pornohefte. Ja toll, von denen böser, wissen wir eh alle. Böser Junge. Stimmt, die habe ich ja mit Pistons in meinem Bücherregal versteckt, das Bücherregal. Haha. Grad noch Glück gehabt. Ja, ich weiß. Sag mal, kannst du. Dafür wissen wir alle, dass du immer heimlich auf YouPorn Filme schaust. YouPorn? Nein, YouPorn ist mir zu flach. Es ist mir zu Mainstream. Wink, wink. Ah! Die Aussage an sich ist schon geil. Was? Wenn immer alle sagen, das ist zu Mainstream. Nicht Mainstream zu sein, ist gerade voll Mainstream. Ja, ja, ich schon. Weiß. Schon? Das ist überhaupt die geilste Aussage, die es gibt. Also ich baue gerade eine Baumfarm. Ja, das hab ich zum... Ja, aber Stefan gesagt. Hat mich gerade gefragt, was ich mache, also... Ja, so, das wieder ist er schwer von Begriff oder er hört mir nicht zu. Ja, ich höre den... Ich tippe auf Ersteres. Nee, ich höre dir einfach nicht zu. Warum soll ich dir zuhören? Keine Ahnung, weil ich sinnvollere Sachen sage als manche andere anwesende Spieler. Ach so. Damit meine ich gerade nicht Philipp. Ja, toll, super. Und du möchtest da jetzt natürlich auch keine Namen nennen, oder? Ich möchte keine Namen wie zum Beispiel Stefan nennen, nein. Das ist auch die geilste Mobbing-Methode. Ich will ja auch keine Namen nennen. Gell, Stefan? Schnauze. So, was... Kommt schon wieder ein Kindheitstrauma von Stefan auf. Aber... So, was gibt's hier denn alles? Bei mir spawnen Creeper an der Decke. Die ist nämlich zu dunkel. An der Decke? Okay. Die seilen sich dann an Spinnfäden ab. Alter, oh mein Gott. Das ist ein seltsamer Creeper. Ja, er hat Bond-Creeper. Aber hallo. Oh, ich war heute im neuen Bond. Der ist ziemlich geil. Ah, muss ich mir mal angucken. Nein, wirklich, der ist echt cool. Sie haben zwar Q ersetzt, aber das macht nichts. Der neue Q ist auch cool. Q kann man nicht ersetzen. Wieso? Den allerersten Q gibt's auch nicht mehr. Es gibt nicht mal mehr den allerersten M. Früher war M noch ein Mann. So sieht es hier also aus. In deiner Mine. Wessen Mine? In meiner oder in Philips? In deiner. Ah. Ja. Meiner.
Mine. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wo deine Mine überhaupt ist, weil ich die ganze Zeit... Ist einfach in mein... Ja. Was ist hier los? Aha. So. Meine Güte. Da ist deine letzte Treppe. Meine letzte Treppe führt nach oben. Ja, ich weiß. Die führt nach oben. Die habe ich gerade gesucht. Den Balkon. Die habe ich gerade gesucht, die Treppe. Und gefunden. Gut. Ich habe so das Gefühl, das wird ein ziemlich langweiliges Let's Play bei mir mal wieder. Kann passieren. Ja, dann müssen wir halt mal alle drei. Dann müssen wir halt mal alle drei in die Mine gehen. Nee, darum geht's ja nicht. Jeder macht ja auch immer was anderes bei uns. Darum, dass vollkommen unabhängig. Ich baue den ganzen Tag nur dämlich Stein.